Sollt ihr euch das neue iPhone 16 kaufen? Kommt drauf an. Wenn ihr schon ein iPhone 15 Pro habt, dann lohnt sich's eigentlich nicht, weil die Unterschiede sind einfach sehr gering. Klar, neu ist die Kamerasteuerungstaste und das Display ist ein bisschen rahmenloser, aber zum Beispiel Apple Intelligence schafft es auch auf euer iPhone 15 Pro oder iPhone 15 Pro Max. Die einzige Ausnahme sind vielleicht die Creator unter euch, die von Features wie 4K mit 120 FPS oder dem neuen Audio Mix Feature schon wirklich profitieren. Habt ihr ein normales iPhone 15 oder iPhone 15 Plus oder ein älteres iPhone, dann werden die Unterschiede langsam größer, denn neben dem erwähnten Kamerasteuerungsbutton und dem rahmenloseren Display habt ihr dann beispielsweise noch den Action-Button, der neu ist, die Dynamic Island und wie gesagt als ganz großen Punkt Apple Intelligence, aber da wird sich auch noch rausstellen müssen, ob sich das überhaupt lohnt. Der Launch von Apple Intelligence ist irgendwann nächstes Jahr und vielleicht solltet ihr dann einfach so lange noch abwarten, um zu sehen, ob das das ganz große neue Ding bei Apple wird. Jetzt würde mich interessieren, was habt ihr denn für ein iPhone und kauft ihr euch das Upgrade? Lasst mich wissen.